Jo, meine Lieben, ciao, wow, und hallo und herzlich willkommen zu einer Runde, zu einer neuen Episode Let's Play Game of Thrones. Und ja, Leute, es tut mir leid, aber irgendwie jedes Video kommt gerade zu spät. Es ist echt gerade nicht so, ja, wie soll ich sagen, es tut mir einfach leid, dass kein Video kam, Alter. Ja, ich wollte es echt machen, aber es kam einfach. Ich weiß echt nicht, ich glaube, ich war. Es gibt einfach keine Entschuldigung dafür, einfach. Ich war einfach zu faul, um das scheiß Video zu machen. Und tut mir leid, ich weiß, ich sag immer, ich werde versuchen, dass es in Zukunft besser wird, aber im Endeffekt wird es bei mir nie besser, deswegen. Schauen wir einfach, was die Zukunft ergibt, ja. Deswegen machen wir einfach weiter und. Ja. Folge 2. Ich bin das Schwert in der Dunkelheit, ich bin der Wächter auf dem Mauer. Wir haben ja letztes Mal, sind wir ja da stehen geblieben, wo wir gehört haben, wie jemand gesungen hat, und dieser Roderick ist halt, wurde halt gefunden, und wir haben, und der hat sozusagen halt wieder überlebt, und ja, ja. Oh. Achso, hier sind wir wieder, okay. That's it. Roderick! My lady! I am at a very delicate moment in the surgery. Please, I want to see my son. Bleib draußen. Don't. Weil sonst sterben wir hier, die Dinger, der soll uns in Ruhe operieren. I must insist that you leave. Roderick, what have they done to you? These wounds would have killed any other man. As it is, he may never walk again. Roderick? What's wrong with him? He drank the milk of the poppy. Please don't leave me. Not yet. Ja, ich bin eingeschlafen. Tut mir leid, dass ich dich jetzt alleine lasse, weißt du? Schöne Stimme. Jo, den Krug schmeißen wir den auf den Boden. See you again. Roderick, thank the gods. Brother, I feel I lost you. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Yeah, passt schon, Alter. Come here, sister. Der ist richtig am Arsch, Alter. How bad is it? Maester Tengrin says your leg may never fully heal. And your face. Ja. Digga, ist richtig. Aber das wird heilen, das Gesicht. Die Wunden werden heilen. These wounds will heal, Talia. Ist aber auch echt schon krass verwundet. You'll be your old self before we know it. Roderick, something you need to know. Ja, was denn? Sag mal. Ethan is dead. Was? Bruce Bolton's bastard came here and threatened to take me away. Ethan grabbed me. And that monster put a blade through his throat. Like it was nothing. Ethan? How could this happen? Oh, der wird so bezahlen. Make Ramsay pay for what he did. I promise. Good. We're planning to honor Ethan in the Grove. Alongside father, and now mother wants me to write this song for the funeral. I can't. Ja, weine mich, Alter, du kannst es schaffen. You're stronger than that.
been chaos here since he died. We have White Hill soldiers stationed in our courtyard. Even the small folk don't feel safe. You need to show everyone who this house belongs to. Sie brauchen einen Lord. They need a lord. You're still a hero to them. If you lead, others will follow. I know you still need time to heal, but... I'll be fine, Talia. The council's meeting in the Great Hall right now, actually. Nobody expects you there, but if you think you're ready... Ja, wir gehen dahin. Auf jeden Fall gehen wir dahin. Can you even safe. Stand? They could use your leadership. Finden wir es heraus? Only one way to find out. I missed you, brother. You can do this, Roderick. I know you can. Komm. Jetzt stehen wir, okay? Wir laufen. Komm. Komm. Ja, geh doch den Schritt. Aua. Patrick. Okay. Nein. Ich glaube, wir sind zu hart verwundet. Aber wir werden heilen und dann werden wir diesen Wichser von Ramsay umbringen, auf jeden Fall, Alter. So ein Hurensohn. Why'd you do that? I won't let anyone see you like this. Ja, Alter, komm, wir stehen auf und zeigen dir. So weak already. I need to attend that meeting. And you will. But you will get there on your feet. It's a long way to the Great Hall. We can't risk you falling where others can see. Take my hand. Let me help you. Ja, Alter, komm. Sonst fallen wir da auf die Schnauze vor denen, Alter, und die lachen uns dann aus wie sonst was. Ready? Komm, steh auf. That's it. Komm, steh auf, Alter. Wir gehen los. Ja, ich würde auch nach vorne gehen, weißt du? Dieses Spiel manchmal, Leute, wisst ihr, ich kann nicht in einem Stück nach vorne gehen. Weil das Spiel ist halt für den PC ausgelegt. Und weil es für den PC ausgelegt ist, ist es so... Ist die Steuerung manchmal so hässlich. Though, I think you'll find that much has changed. Hauptsache Fenster sind verriegelt, ne? Ah, die schwarze Festung. Garrett Tuttle, schwarze Festung. Und den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Alter, der Aufzug. Dass so ein Aufzug überhaupt ohne technische Mittel überhaupt geht, Alter, krank. Castle Black. So this is the seat of the Night's Watch. Recruits at the gate. Ja, vielleicht sind wir keine Rekruten, wollen die nur besuchen. Ich weiß es ja nicht. Warum direkt Rekrut? Kann ich nicht nach vorne laufen noch so. Wie gesagt, Leute, die Steuerung ist in manchen Situationen einfach so komisch, weil das Spiel halt einfach für PC, Maus und Tastatur ausgelegt ist. Ah, die Rüstung, Alter. Richtiger Wichser, Alter, stoßt uns einfach ohne Grund an. Looks like it was built by giants.
doesn't it? You're new, here to take the black. Because you got that look about you. Aye, I am. Thought so. I'm new here myself. Frostfinger, he's the one you want. Handles all new recruits. Okay. Which one's Frostfinger? That grizzled old prune over there. Aber in der Serie gibt's diesen Frostfinger, gibt's den gar nicht. Oder nur den Lord Kommandant. Und dann gibt's noch diesen Herr Alizar, aber diesen Frostfinger gibt's in der Serie gar nicht. Good round here. Die Steuerung ist manchmal so endkomisch. Komm, geh hoch. Digga, der hat auch schon richtig Aha. Wow, der eine hat dann noch keine Finger mehr. Oder halt nur so Halbfinger. You recruits. You come, you train, you fight, you die. Okay, man stellt sich nicht vor, Mann. Boy. Garrett Tuttle. Garrett Tuttle, nephew to Duncan Tuttle, Castellan of Ironwrath. Garrett Tuttle of Ironwrath. And how does a Castellan's nephew get himself sent to the wall? You thief. A raper. You abandon your post. Ich hab zwei. I killed the men who murdered my family. Zwei Männer getötet. You know how to fight, at least. And you're no liar, either. Sir? From Duncan Tuttle, Castellan of House Forester. My uncle wrote the night. Habt ihr gerade gesehen? Das war kein richtiger Zettel, sondern nur so Striche, Striche, Striche. Make you a ranger. As if it's a knighthood. So you see, Tuttle, I know all about you. Nein, weißt du nicht. You are a killer. Ja, er hat unsere Familie getötet. To own up to it. Ja. Yes, sir. Now then, we'll start your training in the morning. For today, you need a cot and a cloak. Understood. Ja, wo krieg ich das her? Oh, and Tuttle. Sooner or later, the night's watch will be your death. When it comes, okay. Try to make it quick. Hauptsache, er schüchtert einfach alle ein. Er sagt nicht, ja, viel Glück, vielleicht reißt ihr irgendwas und ihr werdet irgendwann Lord Kommandant. Nein, juckt den gar nicht. Ach, jetzt sind wir hier. We heard Asher was in Slaver's Bay, so Malcolm caught a ship headed for. Alter, ist mir eine Piss viel laut, they Mann. Give us month-old bread. There's fucking worms in it. The Lord Whitehill is about this. We should just take what we need. I'd rather die. The Whitehill soldiers always seem to be angry. And we have too few men to handle them. Yo, das ist echt schade, weil wir. Boah, gibt euch mal sein Auge, Alter. Der wurde richtig auseinandergenommen. Bitte, bitte, oh Gott, das muss ich selber laufen. No fucking wine. Well, there must be wine in the cellars. De Gaulle's locked him up tight, just like his own cunt. He has no. Is that him? Has to be, doesn't it? He's hideous. Had a run-in with Walder Flay, did you? Alter, wenn wir wieder erholt sind, Digga. Wenn wir uns wieder erholt haben, müssen wir die so umbringen, alle. Let go of your sister now. Alle müssen wir umbringen. We have business in the Great Hall. Go round. Give me all some details. Get out of my way. I'm quite comfortable, thank you. And I don't think you're gonna make me. Das Ding ist, da ist so viel Platz. Und die Logik ist, warum gehen die nicht einfach links vorbei? I wonder what's weaker, your legs, or this house?
These men are then my men may be few, but they'll die before you keep me from my hold. Oh, Digga! Alter! Junge! Digga, der hat so Arschweißern bekommen, als wir ihn das gesagt haben. Schau dir den mal an, Alter. Er hat so viel Angst. Ja, Digga, wir schicken unsere drei Männer, wo wir haben, schicken wir auf ihn los. Let's go. Lustig wäre, Digga, wenn wir... Oha, schon 15 Minuten, die Zeit vergeht aber auch unnormal schnell. It's madness. You can't starve them out. I will not coddle our enemies. So you'd rather they riot? Both of you, please. If they riot, we'll fight. That's foolishness. It doesn't matter what you think. It's my decision as Sentinel. My lords. Oha, jetzt kommen wir. Roderick. My boy. Come, join us. Lady Talia, you should have told us the Lord needed help. Alter, rauscht die PS4 krass. Jetzt sitzen wir auf unserem Stuhl, Alter. It's good to see you awake, Lord Roderick. We didn't expect you so soon. The Maester said it would be weeks before you were walking, if you walked again at all. It was highly probable. I told you he'd be up and about. You call this walking? I can barely stand. Well, you're here at least. And a good thing, too. Indeed it is. Dahlia's told me the state of our house. And you know our situation is grim. No thanks to your sentiment. He's riling up the White Hill soldiers. They're our bloody enemies. You'll bring Lord White Hill down on us, you fool. My lords, please. Oh, I'm a fool. At least I was there by Ethan's side when Ramsay stole. Sir Roiland. Ethan made it clear I wasn't wanted. He needed you there. Now he's dead and Ryan's a hostage. And what have you done to get him back? Schlag mit der Faust auf den Tisch, Alter. Nothing. I am your lord. Of course. Apologies, my lord. The White Hills have my brother. We fight amongst ourselves, and we should be fighting them. We'd need an army to win that fight. And we don't have one. Not anymore. Summon our allies. I'm afraid we have none left, my lord. We've heard little from the Glovers since the Ironborn took Deepwood Mott. Houses Helliver, Grayson, and Brownbarrow were all slaughtered at the Twins, and the rest of our allies are terrified of the Boltons. You forget the Glenmores. Stimmt, die gibt's auch noch. You'd be wed to Elena Glenmore already if not for the war, and her father is no coward. Now that you've returned, the marriage can proceed as planned. The marriage? Well, much has changed. The Glenmores may no longer desire the union. Lady Elena will decide for herself. Ja, wenn wir die eine heiraten, haben wir vielleicht eine Armee. Lady Elena? She's coming now. Deine Verlobte? Coming to Ironrath? Yes, my son. A raven arrived this morning. Lady Elena is eager to see you. If she still wishes to marry, we'd have the allies we so desperately need. Their army would become to Roderick. We could burn High Point to the fucking ground. Yes, this marriage could be our chance. Alter, dieser... Of course, we must hope ich mag diesen Sir Roiland, ein richtig aggressiver Typ. Talking about a marriage, not an Ironwood contract. Talia does have a point. I'm not the man I used to be. You can still make her happy, Roderick. And she can do the same for you. Was für Mangel an Selbstbewusstsein. Elena does come to Ironrath. She'll see those soldiers in the courtyard. We starve them out, and they'll have to leave. I'd rather they be lying around drunk than setting their stables on fire. My lord, perhaps you could put an end to this tiresome dispute. Just erledigt einfach. Perhaps a few meals are in order, but no wine. It's a start, at least. Good. Now, there's nothing more to discuss. Maester. Good. It's time to light the ironwood torches. Yes, my lady. Welcome back, my lord. It's good to be back.
schön, wie das Ohadiger, das ist ja blaues Feuer. Gregor last lit these torches when his mother Lagerfeuer, Lagerfeuerlied, na. And now we light them for him and Ethan. How is your song coming? Digga, die fordert die auch. Ihr Bruder und ihr Vater ist gestorben und jetzt. Du machst es großartig. Do a great job. Everyone knows how much Ethan meant to you. I'm sure it will honor him well. Ja, ja, klar, safe, wir sind noch krass, Alter. Ja, schau, wie sie guckt, richtig bedrückt, Alter. About Elena, I've sent a letter to Mira. The Tyrells hold much influence over the Glenmores. I don't know where things stand between her and Lady Marjorie, but maybe your sister can find a way to help. Ja, vielleicht. Und jetzt sind wir in Königsmund. Und Leute, genau hier pausieren wir für das nächste Mal. Geht's weiter. Ich denke, wir werden jetzt bei dieser Mira sein und müssen versuchen, diese Lady Marjorie wieder zu überreden, dass sie uns hilft und so bla bla bla. Und ja. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihn. Haut rein. Macht's gut.